Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Heute werden wir mit der Racer Story weitermachen. Die letzte Nebenstory, die Need for Speed Heat so zu bieten hat. Ich werde tatsächlich bei Mercedes bleiben, erstmal, weil der schon durch das LP auf Stufe 280 war. Und ja, wir brauchen gerade mal Stufe 260 für dieses Event. Das wäre definitiv großer Schwachsinn, da jetzt nochmal einen neuen Wagen zu kaufen, zumal ich auch nicht so hundertprozentig wüsste, was. Aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall, bei dem Wagen hier zu bleiben. Bisschen schade, was ich so doch erwähnen muss, wo ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe eben, ist, dass eben gerade bei den Racern die Supersportwagen etc. gar nicht so zum Scheinen gekommen sind. Mit dem Mercedes habe ich ja die Kampagne durchgespielt quasi. Und naja, der ist gerade mal Stufe 280 bis 400 geht das Ganze. Aber gut, darum soll es jetzt heute nicht gehen. Es geht um die Story. Tests nennt sich das Ganze hier. Hey, danke fürs Kommen. Und tief liegt er. So, ja komm, gib Gas. Strecken für den nächsten Showdown und braucht zuverlässige Racer, die sie testen. Zuverlässig? Ich bin geschmeichelt. Ja, zuverlässig. Ich würde eher sagen, ich bin der Schnellste. So. Wie läuft's denn bei den Riveras? Kompliziert. Warum kommst du nicht mal vorbei? Lucas würde sich bestimmt freuen. Ich weiß nicht. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Ich bin beim Showdown geblieben. Er ist in diesen Nachtrennen-Scheiß reingerutscht. Und warum fragst du dann ständig nach ihm? Er war mein Freund, verstehst du? Und nach seinem Dad der beste Racer, den ich je gekannt habe. Stimmt nicht, ich bin der beste Racer. Es ist schade, ihn in dieser Werkstatt versauern zu sehen. Er ist ein guter Mechaniker. Na dann, hilf mir die Strecken zu testen und ich schicke ihm ein High-End-Fahrwerkskind, das er in deinen Wagen einbauen kann. Da sehe ich mich. Da sind wir dabei auf jeden Fall. Neues High-End-Fahrwerkskit. Wird dann vermutlich irgendwie Marke Toastbrot oder so sein. Bieg hier rechts ab. Der hat ja Blinker. Der Blinker funktioniert. Das ist ja der Wahnsinn. Na komm, gib doch Gas, ey. Bieg rechts ab. Bisschen schade. Also ich habe mir auch mal Gedanken gemacht. Ich werde auch mal ein Video definitiv machen bezüglich welche Fahrzeuge ich mir noch wünschen würde in Need for Speed Heat. Bereit? Jetzt gerade, wo ich den Skyline sehe, fällt mir spontan der R33 ein, den ich da noch draufschreiben werde. Ich liebe den R33. Das ist für mich mein absoluter Lieblings-Skyline. Sehen viele anders, aber meiner ist es halt. So. Der Wahnsinn, Rundkursrennen. Die Konkurrenz sieht auf jeden Fall interessant aus. Bunt gemischt. Halt dich nicht zurück. Reiz die Strecke voll aus. Ja, ja, mache ich, keine Sorge. So, der Wagen wird jetzt für das Event zumindest natürlich absoluter Overkill sein. Aber ich hatte jetzt keine Lust, großartig Teile rauszubauen dafür. Ja, letztes Mal habe ich ja doch relativ unerwartet die Drift-Story sogar abgeschlossen. Ich denke mal nicht, dass ich heute die Racer-Story abschließen werde. Das würde mich doch ein bisschen sehr verwundern. Oh oh. Aber ja, mit der Leak hat die Story hier scheinbar gar nichts zu tun. Ich verstehe da nicht, warum die überhaupt in diesem Spiel so existiert, wenn man über die eigentlich gar nichts erfährt. Dein Start ist definitiv besser geworden. Absolut. Weil eigentlich die League, sie wird zwar immer wieder genannt, so, das sind die, mit denen musst du dich messen, das sind die, da willst du rein. Aber ja, so. Warte nicht auf mich, fahr einfach! Sie wird ja nicht irgendwie großartig aufgezogen hier in dem Spiel. Du hast ja nichts mit ihr zu tun sonst, außer zwei, drei Story-Events.
Und selbst da auch nicht direkt mit denen. Da kann man sich schon mal vor Freude überschlagen. Setz dich ab! Ich will dich nicht mehr sehen können! Wo bist du? P6. Ja, du siehst mich doch eh nicht. Ich helfe den anderen hier hinten. Fahr du um den Sieg. Ja, gut. Hör bitte auf, das alle 3 Minuten zu sagen. Nee, das Ding ist halt echt, zur Story. Ich finde sie an sich, ist es wirklich eine gute Story gewesen. Die Hauptkampagne, das auf jeden Fall. Aber halt viel zu kurz. Aber jetzt muss was kommen. Ja, jetzt muss tatsächlich was kommen. Oh, ich bin gerade aber auch echt ein maximaler Idiot, was das Fahren angeht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht besiegt. Es könnte sein, dass ich eventuell auch eine gröbere Review zu dem ganzen Spiel hier mache. Es würde sich anbieten, denke ich. Aber ja, wie gesagt, auch wenn ich jetzt hier mit der Nebenstory durch bin, bin ich mit dem Spiel noch lange nicht durch. Ich habe richtig Bock, hier weiterzumachen. Den Sieg hast du in der Tasche. Und ich glaube, ihr auch. Wenn ich das so teilweise deute. So. Währenddessen gewinnen wir hier mal ganz trocken das Rennen. Ich wollte natürlich nur zwischendurch ein bisschen Spannung reinbringen. Reicht's auch für den Sieg? Damit ich hier nicht einfach komplett wegdominiere mit dem Wagen. Ist ja logisch. Ganz simpel, ne? Und damit, ja, Zielgeraden. Sollte keiner mehr rankommen von denen. Wobei, in der mittleren Beschleunigung gibt es da ein paar, die schneller sind als beim Mercedes. Interessant. Auf dich ist Verlass. Gut gemacht. Du bist bereit für eine schwierigere Strecke. Ich weiß. Mein Controller dreht gerade durch. Er vibriert gerade dauerhaft. Ah, jetzt hat er aufgehört. Ja, 41.000 für das Rennen. Das ist nicht wenig, auf jeden Fall. Für ein Rennen mit der Stufe, 260. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Test abgeschlossen. So, das bedeutet, zurück zu einer Garage. Rein, raus. Und weitermachen. Ich denke mal, das nächste Event wird dann Stufe 280 haben. Was heißt, da werde ich nichts tunen müssen. Aber fürs nächste dann. Wer weiß, vielleicht schließe ich das Ganze hier ja auch mit einem anderen Wagen ab. Wobei, eigentlich möchte ich zumindest die Story dann doch, wenn ich so drüber nachdenke, mit dem Mercedes durchziehen. Die anderen Fahrzeuge werden dann in verschiedenen anderen Formaten wiederkommen. Ich habe auf jeden Fall Bock, sämtliche Fahrzeuge hier in dem Spiel zu fahren. Oder zumindest zu tunen. Hey, wenn du die letzte Strecke mochtest, wirst du die nächste lieben. Sie ist in Downtown. Ich schick dir die Position, okay? Jo, machen wir. So, ach, 270 sogar nur, okay. Nein, hier, da. Sollte dann ja dementsprechend ein bisschen machbarer sein. Ja, die Strecke gerade fand ich jetzt tatsächlich ganz nett. Ist halt eher der Highspeed-Strecke. Was habe ich denn hier überhaupt eingestellt? Ja, das passt soweit. Anpassung würde ich sogar noch einen Tacken niedriger machen. Ja, wobei, das macht fast keinen Unterschied in der Beschleunigung. Dafür aber beim Gas doch eher. Also, nicht beim Gas. Bei Strecke. Kurve. Da ist das Wort. So. Mal gucken, was es jetzt für eine Strecke erwartet. Version gestartet experimentell. Oder experimentell, besser gesagt. Ja. Guten Tag, ich bin Wilhelm Experimentell.
Kein Dialog? Okay, dann nicht. So, es steht da vorne. Ja, okay, da fährt eine Corvette mit. Logisch. Echt, wird sie? Okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, eigentlich müsste ich die Strecke kennen, glaube ich sogar. In den Story-Missionen werden ja jetzt keine Strecken genommen. Also in den Nebenstory-Missionen werden jetzt keine Strecken genommen, die man sonst nicht kennt. An alle Peace Meet-Fans, by the way, wir sehen vor uns Viggo. Er ist gar nicht tot. Viggo lebt noch. Er fährt jetzt in Palm City illegale Straßen rein. So, kleiner Insider, den hoffentlich die Peace Meet-Fans, die drei Stück von uns, verstehen werden. Mein Gott, was ist denn heute los? Und ich merke auch schon wieder, wie ich mich nicht mehr an dieses, an meine Ä- und M-Regel halte. Ich gelobe Besserung, sagen wir mal so. Mach einen Abgang. Verkriech dich. Ich glaube. War das mal ein GT3RS? Ich glaube schon, oder? Aber gut, Need for Speed Heat hat ja auch wieder 12 Milliarden Porsche 911er Modelle. Ach, gerade mal 2 Runden. Das ist wenig. So. Ja, eine Sache jetzt gerade, wo ich das Haus gesehen habe beispielsweise, die mich an Need for Speed Heat dann doch ein bisschen stört, ist, wie lange die Texturen einfach nachladen. Ich finde generell, performance-technisch ist das Spiel leider nicht wirklich geil gelungen. Zum einen... Jetzt trittst du wie ein echter Racer auf. Zum einen läuft meine CPU dauerhaft zwischen 80% und 90%. Was mit dem Spiel definitiv nicht sein sollte, wenn ich halt bedenke, dass es bei Forza deutlich weniger ist. Und zum anderen, wie gesagt, dauern teilweise die Texturen, die dauern einfach, oder die brauchen teilweise viel zu lange zum Laden. Das nimmt dann halt leider so ein bisschen was von der Atmosphäre raus. Aber vielleicht werden da ja auch ein paar Updates kommen, die das Ganze beheben werden. Ich hoffe zumindest drauf. Weil das kann auf jeden Fall behoben werden. Lucas war früher von diesen Idioten besessen. Und was hat es ihm gebracht? Jaja. Mal eben wieder gewonnen. 30.000 Credits. Geld, Dollar. Was auch immer. Experimentell abgeschlossen. Sehr schön. Ja gut, back to Garage. Das ging jetzt doch schneller als erwartet, das Event. So, dann wird das nächste Rennen vermutlich 280 als Stufe haben. Das heißt, ich brauche mal wieder nichts aufbauen. Und das Event gerade war jetzt auch nicht so schwer. Da habe ich ja wirklich doch leicht dominiert, mal wieder. So, komm. Hey, diesmal habe ich was anderes für dich. Komm nach Rockville und versuch dich an ein paar Haarnadelkurven. Haarnadelkurven? Sag mir nicht, ich muss jetzt driften. Ne, muss ich nicht, okay. Die Garage hier, ne? Ja. Das wird der schnellste Weg sein. Haarnadelkurven, das heißt, ja, eigentlich wäre es jetzt tatsächlich gar nicht so doof, den Hot Hatch zu fahren. Aber der Mercedes ist auch klein und wendig, der kriegt das hundertprozentig auf die Reihe. Und ganz sicher fahre ich auch auf ganz normalem Wege zu diesem Event. Ist ja vollkommen logisch, das ist ein Tunnel unter mir, oder? Das heißt, wenn ich jetzt gleich runterfall. Ja, Missile incoming hier, ne? Dass es so tief runtergeht, habe ich jetzt persönlich auch nicht gedacht. Aber hey,
Der Wagen hält das. Alles kein Problem. Aua. Treffer versenkt. So, Potenzial. Theoretisch müsste ich jetzt nach dem Event, glaube ich, das Tuning-Teil bekommen. Ich glaube, es waren immer drei Events. Vielleicht sind es ja auch vier. Wäre ja nicht schlimm. Oh, eine Viper. Kein Dialog, also kein Tuning-Teil vermutlich. Das hätten sie ein bisschen mehr aufgezogen. Ja, schon wieder Viper und Corvette am Start. Das hier ist noch eine potenzielle Strecke für den nächsten Showdown. Mal sehen, wie sehr sie dich fordert. Ja gut, eine Strecke kann ja fordernd sein, aber ich kann trotzdem gewinnen. Ich glaube nicht, dass Gewinner von Nordschleifenrennen unterfordert sind. Du lernst! Ja, ich lerne, aber mit Sicherheit nicht von dir. Da darf man schon mal ein bisschen fies sein, aber der Typ war noch in keinem Rennen so eine großartige Herausforderung. Ich hab's nicht so gemeint. Hau rein. Der kann ja echt gar nichts hier, ne? So. Lass doch gucken, dass ich ja den Ersten hier rankomme. Ist schon wieder die Corvette, glaube ich. Bin an dir dran. Ja, ich weiß. Das Problem ist halt, durch Haarnadelkurven geht die KI prinzipiell schneller als ich. Aber ja, sie ist noch in Sichtweite auf jeden Fall. Es sind ja auch drei Runden hier. Ich glaube, die Strecke bin ich sogar schon im LP gefahren, oder nicht? Also die ganz normale Strecke. Ja, und die Kurve kann und muss ich deutlich schneller rum. Die Corvette da vorne, die zieht leider weg gerade. Mach weiter Druck und warte auf ihre Fehler. Also vielleicht muss ich doch ein bisschen tunen wieder oder mir einen anderen Wagen nehmen. Weil das Ding ist halt, der LI sagt in dem Spiel doch relativ wenig aus eigentlich. Das ist einfach so. Ja, vor einer Haarnadelkurve Nitro zünden war ja auch so ziemlich das Klügste, was ich hier getan habe. Ja, deswegen ist halt beispielsweise ein R8 mit der I250 ist meistens stärker als eine Camaro mit LI250. Ja, aber jetzt gerade komme ich ran an die Corvette. Also ich denke doch, da wird ein bisschen was Gummibändern. Anders kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Jetzt hier ordentlich Schwung mitgenommen. Wird nichts daran ändern, dass die Corvette auf der Kartenstelle ist, sagen wir mal so. Ja, aber er ist gerade in den leichten Drift reingekommen. Das könnte jetzt meine große Chance sein, mit ein bisschen Anklopfen einfach mal vorbeizukommen. Gar kein Problem. Lass dir das nicht mehr nehmen! Das ist der Plan auf jeden Fall. So. Also ja, die KI ist auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht konstant. Drücken wir es vielleicht mal so am besten aus. Ich habe jetzt die letzten beiden Runden versucht, da möglichst nah ranzufahren, dass ich dieses Ding vielleicht im Rennen noch mitnehmen kann. Das geht nämlich. Aber nee, schade, leider nicht. Daher hätte ich, glaube ich, ein bisschen zu nah rangemisst. So nah wollte ich dann doch nicht rangehen.
So, ja, ganz netten Vorsprung jetzt gerade. Ja, es sollte doch mal wieder ein Sieg werden. Schön auf jeden Fall. Ja, kann man machen, finde ich. Kann man auf jeden Fall mal machen. Oh. Magst die Strecke, hm? Wenn du noch eine für mich testest, besorge ich dir ein High-End-Fahrwerkskit. Also noch eine Strecke, okay. Dann kriege ich zumindest das Fahrwerk. Und danach kommt dann vermutlich der letzte Zweig innerhalb dieser Story, damit ich dann das Fahrzeug bekomme, wo ich dann einfach nach Ausschlussprinzip schon weiß, welches das sein wird. Aber ich werde es noch nicht verraten, auch für euren Überraschungseffekt. Na gut, aber das heißt, das nächste Rennen werde ich auf jeden Fall noch fahren. Und dann geht's nächstes Mal weiter mit dann vermutlich der letzten Folge vom regulären LP. Nochmal erwähnt an der Stelle, nicht die letzte Folge von Need for Speed Heat. Das auf keinen Fall. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was als letzte Strecke kommt und welchen LI ich brauche. An dem Fahrwerkskit hast, wartet eine letzte Strecke auf dich. Sie liegt in den Hügeln. Ich sag dir dann wo. In den Hügeln. Ach, da drüben. 290 brauche ich. Okay, das kriegen wir hin. Bisschen Geld habe ich ja noch. So. Die Hälfte der Racer da draußen hat schon vergessen, was wir für die Stadt getan haben. Hoppala, da habe ich ja noch eine in Besitz. Ja, okay, ich könnte auch komplett übertreiben direkt. Ich baue mal das hier direkt ein. Habe ich vielleicht noch sonst irgendwas im Inventar direkt, was ich nehmen könnte? Ja, komm. Ich werde nicht besser rankommen an das, was ich vorhab. Drücken wir es mal so aus. Das heißt, dann bin ich halt bei 296 ein bisschen drüber. Aber an sich sollte das Event ja trotzdem kein Problem sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Ja, dann holen wir uns doch mal das Fahrwerkskit ab. So. Könnte vermutlich wieder ein etwas längeres Rennen werden. Aber dann ist das halt so. Bei längeren Rennen verdient man mehr Geld. Also hat das doch auch was Positives. So. Wobei, ich glaube, wir werden erstmal zu dem Rennen hinfahren. Anstehende Reise. So, ja, wie gesagt, wir werden da jetzt erstmal hinfahren. Links abbie. Oh, doch nicht, okay. Willst du nicht reden? Ah. Schicke ich das Fahrwerkskit direkt zu Lucas. Nice. Rechts abbiegen. Komm ran. Doch, der Flug ist doch inzwischen ziemlich gut. Glaubst du, er ist gerne Mechaniker? Ja, würde ich schon sagen. Warum? Bevor er die Werkstatt übernommen hat, war Racing sein Leben. Aber dann hat er es einfach so komplett aufgegeben. So wenig Zeit, schätze ich. Sein Dad hat's hingekriegt. Ja gut, wir wissen ja mittlerweile, was da passiert ist. Es ist halt ein bisschen blöd. Werkstatt, zwei kleine Kinder und trotzdem noch Zeit, Rennen zu gewinnen. Roberto war ja auch Mr. Clean, Mr. Fantastic. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Lucas auch so ist. Roberto schon. Vielleicht war das Problem. Und deshalb fahre ich auch nur zum Spaß. Man muss die Rennen auch genießen können. Amen. Amen. Ja gut, wie gesagt, wir wissen ja, was da Phase war. Jetzt nach rechts. Was ich mir eigentlich schon von Anfang an gedacht habe, dass es so in etwa abgelaufen ist. So zumindest grob die Richtung. Aber wer das sehen möchte, der
ja, oder beziehungsweise anders gesagt, wer das hier guckt, der wird das ja vermutlich genauso wissen. Entweder weil er das Spiel gespielt hat oder weil er die anderen Folgen irgendwo gesehen hat. Egal ob bei Mia, Ray, Lukas, bei wem auch immer. Hier ist es. Hier ist es, ja, hast recht, hier ist die Garage. Also, dreh jetzt Kreis um die Garage? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nee, scheinbar nicht. So. Gebirgsüberquerung. Zielplatz 1. Das ist machbar. Na dann. Wenn du hier gewinnst, gehört das Fahrwerkskit dir. Das gehört auf jeden Fall mir. Dafür müsste ich aber erstmal jetzt in die Top 10 kommen. Danach kümmere ich mich dann mal darum, die anderen zu holen. Weil der erste hat jetzt schon 200 Meter Vorsprung. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Vor allem halt 200 Meter Vorsprung, während wir noch in den Haarnadelkronen hängen. Ja, jetzt sind schon 300 Meter. Es wird eine Herausforderung auf jeden Fall, aber gut, genau das soll es ja sein. Wäre tragisch, wenn man jedem Rennen... wenn man in jedem Rennen einfach den Sieg hinterhergeschmissen bekommt. Ich will dich nur im Blick behalten. Ja, tust du gerade nicht. Oh Gott. Der war nicht schön. Die Bodenwelle da. Ich jag dich weiter. Ja, mach mal. Ist okay. Ja, genau. Fahr mal da rein. Dann hole ich mir dich zumindest mal. Knapp, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel ist schon vorbei. Und der erste hat immer noch 200 Meter Vorsprung. Das wird schwer. Welche Angst? Ich habe keine Angst. So. Ja, das ist schon echt einiges, was der an Vorsprung hat. 300 Meter sind wir schon wieder bei. Aber oben raus komme ich jetzt ran. Und zwar gar nicht so knapp. 240 jetzt nur noch auf der Geraden. Da darf man mal gamblen. Ist das ein Lambo? Ist das ein SVJ? Ja, dann wundert es mich jetzt nicht, dass der mich so davon zieht. So mal ganz ehrlich gesagt. Vor allem zieht er halt auf der Geraden wieder unfassbar weg, ne? Aber oben raus komme ich dann wieder ran. Ja, noch 25%. Shit, ich bin so weit zurück, dass ich dich nicht mal mehr sehe. Ich weiß. Fuck. Ja, okay, damit hab ich's jetzt versemmelt am Ende. Dass mir den Wagen so aushebelt, habe ich nicht gedacht. Aber ich denke, ich werde den Wagen doch ein bisschen mehr aufbauen müssen, damit ich hier in dem Event eine Chance habe. Oder tatsächlich einen neuen Wagen zu legen.
Vorbei. Komm schon. Nein. Ach, wie bitter. Ja, oh, das war bitter. Also ein bisschen was muss ich an der Wagen auf jeden Fall machen. Ah, ein Kunde hat Spaß, okay. Alter, der ist aber auch 70 Stufen über mir. Also what the fuck, Need for Speed. Jetzt mal ganz ehrlich. Okay, gut. So sei es. Ja, ich würde sagen, dann werde ich den Wagen nächstes Mal erstmal ein bisschen mehr aufbauen. Ja, war's das mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus.